Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic und der Schwarze Ritter hier bei Crush 4589. Im letzten Part haben wir nun circa Wein bezwungen. Wir haben eigentlich auch schon vorher die drei Prüfungen von Nimio, der Herren vom See, erfüllt. Aber vorher noch mussten wir bei der Ebene der Titanen, mussten wir durch die Ebene der Titanen durch und dazwischen circa Wein bezwingen. Denn in der Höhle, in der Kristallhöhle, befanden sich gefangene Stadtbewohner, die von einem Drachen gefangen genommen worden sind. Aber in Wirklichkeit erwies sich das als Trick von Nimio, oder besser gesagt als Zusatzprüfung, als unerwartete. Um richtig feststellen zu können, ob Sonic auch wirklich in der Lage wäre, der Macht von Excaliburs Schwertscheide widerstehen zu können. Tja, müssen wir, um die Macht von Excaliburs Schwertscheide brechen zu können, noch Lady Percival bezwingen und ihr die Waffe abnehmen. Und ihr, also ihr Schwert abnehmen. Weil wir haben das schon mit Sir Gawain und mit Sir Lancelot gemacht. Aber zuvor haben wir noch ein paar Nebenmissionen zu erfüllen. Die machen wir natürlich. Wir fangen an mit Trinkgeber bei der Ebene der Titanen. Ich muss ohnehin einiges an schlechten Titeln wieder loswerden, weil ich habe viel zu oft entweder den Gegner vom Rücken getroffen, was natürlich feige wäre, und gleichzeitig auch, Moment, ich glaube, da uns befinden sich schließlich Ringe, die ich benötige, um den Bewohnern auch, Bewohnern das zu übergeben. Jetzt brauchen wir schon 4 Quicktime-Events. So. Das war schon mal einer. Der nächste folgt zugleich. Und das sind wirklich gigantische Wegen hier. Guckt euch daran, wie groß die sind. Was für da wohl transportiert wird. Also von fern wird so etwas bestimmt nicht getragen. Fahrt! Das war eigentlich nicht beabsichtigt. LOL. Das wollte ich eigentlich nicht, dass das passiert. Oh. Wenn die eine Fee auch noch 20 geben würde, das wäre echt nice. Nein, ich will zu der Fee hin. Ah. Dreh um, Sonic. Und schnapp dir die Fee. Dankeschön. So. Bitte sehr. B. A. B. Ja, aber wenn ich jetzt nochmal, wenn ich jetzt jedes Mal einen Bewohner dabei angreife, dann wird sich mein Rang nur verschlechtern dadurch. Wenn man während des Dashers noch A-Knopf drückt, kann man sich gleich sofort fallen lassen. Das werde ich hier, so wie ich es hätte, gleich tun müssen. So. Ja, kommst du mal hoch da? So. Bitteschön. Gut. 4, also 2 Feen noch. Wo finde ich die jetzt? Bitteschön. Da muss ich wahrscheinlich da drüber. Geht nicht? Was? Doch, geht schon, oder? Ja, ich muss ja mit der Homing Attack hier draufziehen. Wow! Guck sie das einer an. Ein Ogre. Ein gewaltig großer. Noch dazu. Wie komme ich da hoch? Ich sehe schon. Ja, manchmal ist die Steuerung noch ein bisschen, leider Gottes, fehlerhaft. Man muss nach oben drücken die ganze Zeit, damit man auch nach oben gelangen kann. So. Oben. Ah. Unten. Sehr gut. Wäre beinahe schief gelaufen. So. Ah, wir könnten schon den letzten Stadtbewohner auch noch das Geld geben. So, die Frage ist nur, wo ist der letzte? Der befindet sich hoffentlich hier jetzt auf diesem Wagen. Wir könnten sogar noch 2 Bewohnern helfen. Oh, da ist der letzte. So, bitteschön. Okay, nochmal links und das wär's. Mission erfüllt. Aber zuvor
gucke ich mal, ob ich noch mehr überbringen kann. Hier, dem zum Beispiel. Um noch zusätzliche Punkte verdienen zu können. So. Und da ist auch schon das Ziel. Geschafft. Und bestimmt Minuspunkte, nicht nur weil ich langsam war, sondern auch weil ich einen Bewohner aus Versehen verletzt habe. Yep, das ändert leider Gottes nichts an meinem Titel. Aber jetzt gibt's einen hölzernen Gürtel. Punkte für das gleichzeitig besiegen zwei Feinde. Achso, das ist wieder ein Ausrüstungsgegenstand. Haben wir schon. Okay. Ah, eine Fiole der Ruhe macht den Träger weniger anfällig für Panikeffekte. Panikeffekte. Keine Ahnung, was da jetzt damit jetzt gemeint war, aber egal. So. Im finsteren Wald gibt es auch noch was zu erfüllen, nämlich ja, einfach nur das Ziel erreichen. Na denn? Ohne große Unschweife. Gehen wir uns einfach wieder zum Ziel. Moment. Ist das nicht dieselbe Mission wie vorher? Nein, es ist eine andere. Oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig. Da haben wir schon eindeutig mehr Feinde auf als vorher. Und wir haben keinen Rekord aufgestellt bei dieser Mission. Es muss also jetzt eine verstärkte Version von der letzten Mission sein. Also von der ersten Mission hier. Ja. Eindeutig, weil an der Wand hat er vorher noch keinen attackiert. Bei dieser Mission. Oh. Haben wir schon beinahe alle im Flug erwischt. Und den letzten Feind auch. Oh nein, da kommen noch die. Kommt noch der Rest vom Schützenfest. Ja. Alle kann man leider nicht bezwingen. Naja, ist es vielleicht doch möglich. Aber. Ich weiß gerade nicht. Also. Aktuell. Aber dafür braucht man schon Timing, wollte ich sagen. Also man muss schon wissen, wann genau die Feinde kommen. Oh oh, Websen. Ja, deswegen hat es aufpassen. Und nicht mich gerade hier so billig treffen lassen. Wir müssen da durch diese Feinde bohren, das ist einfach nur krass. So, wieder mit Full Speed. Und dabei auf die Feinde aufpassen. Keine Ahnung. Wow. Dass es gerade direkt vor den Speergegnern aufhören musste. Oh, Vorsicht, Websen. Ich hab schon gehört. Anscheinend sind das auch Wespennester hier. Ja, tatsächlich, weil normalerweise ist ja schon die Mission zu Ende. Aber das ist halt nur eine geremakte Version von der Hauptmission, von der Hauptstory-Mission. Jetzt reicht's. Hier für euch. Es gibt sogar noch Ringe, wenn man sie bezwingt. Oh, Achtung. Und dazu noch dieser Glibberschleim. Boah, das ist aber nicht leicht auszuweichen. Ja, also es ist aufpassen. Wenn wir da runterfallen, dann verlieren wir ein Leben. Oh nein. Oder, naja, man kann noch versuchen, sich daraus zu befreien. Warum sind wir gerade zurückgesprungen? Komm schon, schlag zu! Mein Gott, was soll das denn? Meine Fresse, ey. Also, wenn man da aus dem Moor springt, dann kann man nicht mehr attackieren. Also man kann
Ja, schön für dich. Man kann da nämlich auch versinken und ein Leben verlieren, aber... Man, verliert nicht direkt ein Leben, wenn man drauf landet. Also rein... Wenn man rein hineinfällt. So gesehen. So. Passt schon. Aus dem Weg, bitte. So, hier für euch. Und auch für euch. Ihr habt keine Chance. Ah, und wie ich bereit bin. Ja, das funktioniert leider nicht. Wow. Warum habe ich da bloß keinen Schaden genommen? Oh. Ja. Das passt schon. Dann kann ich trotzdem noch zum Zerhacken gebrauchen. Alter! Ah, also, No-Damage-Missionen wären da echt hart. An der Stelle. Lass mich bloß in Ruhe. Ha. Keine Sorge. Haben wir noch hinbekommen. Ja, auch wieder mit 3 Stars. Aber wir haben nun den Kühn-Junker-Titel erreicht. Mit neuen Fähigkeiten. Oha, da gibt es wieder einiges an teuren Stuff. Hm. Ah, bronzener Speer. Bronzenes Schwert und bronzener Dolch. Ja, mehr geht da nicht. Dafür bekommen wir jetzt einen Dornenfußring. Versiertheitsgrad stark verringert und Verbesserungen werden gestoppt. Das ist aber wirklich der blöde, blöder Ring. Aber wahrscheinlich sind das für diese, die was so eine Art Nuzlocke-Challenge machen oder was auch immer. Also so eine eingeschränkte Challenge. Na egal. Machen wir jetzt weiter mit der Hauptstory und begeben uns zum lodernden Bergwerk. Dort soll sich ja jetzt Lady Percival aufhalten. Ab geht dat. Oh ja. Und auch wieder mit einer geilen Mucke. Ist auch klar, Jun Senai komponiert diese ganzen Musiken. Kreiert und komponiert, besser gesagt. Der Sound Director von Sega und auch Musiker von Crush 40. Alter. Ich lasse mich trotzdem mit billig treffen von denen. Nein, diesmal nicht. Und wenn ich schon dabei bin, treibe ich euch den gar aus. Ich stehe direkt vor ihm und der kann trotzdem nicht auf mich ziehen, dieser Lappen. So, auf den Schienen kann man auch grinden, aber aufpassen, dass man nicht in die Stacheln gerät. Oh, verdammt. Naja, wollt's echt wissen, was? Wow, Vorsicht auf die Stacheln. Ah, geh weg. So. Ja, toll, jetzt habe ich nicht mehr genug Ringe, um den Bewohner, ich habe nichts gesagt. Und ich komme aber trotzdem nicht mehr zurück. Shit. Ja, vor dem hier fließt auch Lava raus und man kann hier herunterfallen. Wenn man nicht aufpasst. Und vor allem auf das Geröll muss man Acht geben. So, jetzt auch. Du kannst natürlich auch schneller machen. Nein, bleib doch mal oben. Warum fährt er immer hin? Oh, man kann sogar die Steine abwehren. Naja, jedenfalls konnte ich keinen Schaden dadurch erleiden. Da gehst weiter. Alter! Ah! Ich lasse natürlich keinen Feind aus. Seit wann weiß er, was grinden heißt? Okay. Achtung! Ah. Ja. Danke für den Tipp. Wow! Oh Mann, ich habe keine Ringe mehr. Nein! Okay. Nein! Falscher Knopf! Okay, konnte ich noch unterbrechen. So, C. Nicht B. Also, C, Z heißt es, nicht C. Mein Gott. So, ja, das hilft ja mein Titel, wenn man barmherzig zu anderen ist.
Okay, mit den... Aua. Verdammt. Ah, nein. Das erste Leben verloren. Shit. Genau das wollte ich nicht. Jetzt habe ich wieder den falschen Knopf. Ich habe schon wieder B-Knopf gedrückt. Ach, shit. Ja, die No-Death-Challenge habe ich auch verkackt. An dieser Stelle. Die kommen aber auch wirklich sehr schnell auf einen zu. Das ist echt nicht leicht auszuweichen. Vor allem da nicht. Was soll das denn? Wenigstens bekommt man hier drin wieder Ringe. So, schon besser. Oh oh. Ah, das war blöd von mir. Ich wollte ja nämlich da auf die Seite. Das weiß ich doch. Und da werden wir... beschossen? What the hell? Ja, es wäre auch empfohlen, weil... Ah! Was sollte das denn? Er muss ja auch unbedingt da gerade das Gleichgewicht verlieren. Alter, halt ihn doch fest, du Idiot! Jetzt fährst du wieder runter! Meine Fresse! Da kann ich auch nicht den Zehenangriff einsetzen. Mann! Ach. Ringe! Ah, aber die will ich auch gerne behalten wollen. Und vor allem, das manchmal funktioniert die Steuerung echt kacke. Oh oh, da muss man aufpassen. Ja, da sage ich es noch und ja. Ja, das ist leider gesagt als getan. So, blöden Spasten. Nein. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass der Level so schwer wird. Den habe ich vorher ganz viel einfacher hin. Den habe ich einfach viel einfacher in Erinnerung. Ja. Boah, fuck. Oh nein. Ohne Ringe dadurch. Ja, das ist mir wohl klar. Bleib oben, Sonic. Warum man ab und zu das Gleichgewicht dazwischen verlieren muss. Ach, Gott sei Dank, Ringe. Ruhe mit dir, Kumpel. Wow. Fuck. Oh, das war knapp. Shit. Das darf er bloß nicht dazwischen wieder runterfallen. Alter. Ja, hoch mit dir. Ich hab doch nach oben gedrückt, Herrgott. Der bleibt einfach da hängen. Ja, allerdings. Boah, bleib bloß oben. Verlebt jetzt bloß nicht wieder das Gleichgewicht. Schnell, schnell, schnell. Ah, nein. Hoch, hoch. Rüber, rüber, rüber. Alter. Geht mir aus der Bahn. Verdammt. Da rase ich in einen verdammten... in eine verdammte Lavafontäne rein. Und trotzdem kriege ich nur... Trotzdem kriege ich 3 Sterne, obwohl ich so oft gefailt habe in diesem Level. Meine Fresse. Wow, was ist das jetzt für ein Titel? Wofür soll das sein? Da gab es auch eine Beschreibung für den Titel. Oh, ein Pickel. Okay. Eine Spitzhacke. Nice. Granat. Oh, Edelsteine, Bronzekluppen, rostiger Dolch. Bekommen wir alles. Buch der Steine. Nice. Schade. Haben wir leider schon, aber vielleicht brauchen wir das auch für als Gebrauchsgegenstand für irgendwelche Ausrüstungen. Könnt mal beim Schmied vorbeigucken, vielleicht kann der uns auch sagen, was der Titel zu bedeuten hat. Aber erstmal können wir gucken. Punkte fest.
Hochlandpilzpunkte, wenn du in der Luft verweilend. Von ID-Punkten. Okay. Das passt schon. Na gut. Da gibt es noch einiges freizuschalten. Aber wir haben schon einiges freischalten können. Der nächste Versiertatsgrad wird freigeschaltet mit 22 Sternen. Aber gab es irgendwo eine Möglichkeit zu sehen, was diese Titel zu bedeuten haben? Weil es ist leider Gottes wieder ein schlechter. Naja, was soll's.我が名は朝王に仕えし円卓の騎士パーシバル。貴君と主の皆をお聞かせ願いたい。俺はソニック、ソニックザ・ヘッジホッグ。あえて言うならこの自由に吹く風が俺の主さ。では風の騎士ソニック、いざ尋常に勝負。 Okay, Lady Percival. Ja, die hat auch schon einiges. Oh, oh. Ah, verdammt. Zu spät geschwungen. Ja, der hat's echt drauf. Das reicht. Und das ist ihr Spezialangriff, der Feuertornado. Oder Axel. Oh, verdammt, ich verliere. Ja, natürlich. Es gibt's nicht, ich verliere. Wenn ich aber perfekte Verteidigung einsetze, dann bekomme ich noch etwas Seeleneinheit dazu. Alter. Okay. Lass mal dein Feuertornado aus. Alter. Das verliere ich schon wieder. Oh. Wieso eigentlich bin ich in die Luft gesprungen? So. Aufpassen. Es reicht. Konter. Ja, die kann sich wirklich ausgezeichnet werden. Auf Dauer reicht das Verteidigen nicht mehr. Aber jetzt! Haben wir es geschafft. Also eigentlich ist sie recht einfach zu bezwingen. Ich habe mich nur angestellt wie der letzte Lappen. Und dafür bekomme ich nur einen Stern. Ich will es halt nochmal probieren, okay? Gib mir noch eine letzte Chance, mich zu beweisen. Eigentlich gibt es eine ganz einfache Methode, sie zu bezwingen. Ja, ungefähr so. Weil sie setzt dann ihren Spezialmove ein. Alter! Ey, wieso? Ich hab doch geschwungen. Anscheinend zu spät. Also zu früh. Ich hab schon gemerkt. Alter. Ja, tut mir leid, dass ich ständig neu starte. Okay. Jetzt so. Zu früh. Diese Verzögerungstaktiken sind echt gemein. Zu spät. Mann, da muss man schneller schwingen, leider Gottes. Alter, diese verflixte Technik. Okay, sorry. Oh mein Gott. Alter, ich schaff's nicht ohne Schaden.
Okay, aufpassen. Alter! Dass ich da jedes Mal so stupider werden muss. So, aufpassen. Okay. Jetzt habe ich es geschafft. Wie oft greift ihr da noch an? Alter. Boah. Wenn man erstmals in der Luft ist, dann kann man das nicht mehr abhören. Meine Fresse. Aber jetzt dieses Mal mit besseren Rang. Ja. Was soll's. Es gibt schon eine Methode, womit man sich sehr, sehr schnell besiegen kann und sehr einfach. Aber bislang habe ich sie noch nicht gefunden. Sorry also, dass ich mich da so angestellt habe. Was soll's, ne? Mach mal weiter. Meine Fresse. Aber wir haben Paladin-Stil erlangt und Kavalier-Stil. Ach ja, das sind ganz andere Stile mit anderen Fähigkeiten, genau. Es gibt nämlich noch andere Ritterstile, bei denen man andere Fähigkeiten aneignen und verwenden kann. Das stimmt, das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen. Na gut. Sind wir fertig. Oh, ein Mithril! Alter, das ist ein sehr, sehr edles Metall, das stimmt. Dazu noch ein bronzener Rapier. Ja, eigentlich schon. Und eine Lilie gibt's auch oben drauf. Nice. やれやれだぜ。貴様、なぜ私を。さあな、気まぐれな俺の主の生徒でも言っておくか。イチャつくのは構わんが、後にしてくれ。そんなに役なよ。聖剣様だってモテるじゃないか。うん、当然だ。お前のようなひよっこと私を比べるな。やれやれ、まだひよっこのままか。 ソニック・ザ・ヘッジホッグ、お前の騎士道確かに見届けたぞ。今日から名乗るがいい。お前は風の騎士ソニックだ。<笑>マリーナ。 地上は水鏡の魔法を通して拝見いたしておりました。これまでのご苦労に何とお礼を申してよいか言葉もありません。待てって、まだ終わっちゃいないぜ。そうだ、あと一人、奴をアーサー王を倒さないとな。王は今アバロンと呼ばれる島に。 もう立派に騎士様ですね。よせよ。じゃあ行ってくるぜ。決着をつけに。はい、どうかご武運を。私はキャメロット城にてお待ちしております。Sehr schön. Und wir haben jede Menge neue Missionen. Aber bestimmt wird es dann im nächsten Part dann vielleicht auch schon mit den großen hier an der Stelle hier im Fern Avalon weitergehen mit dem großen finalen Kampf gegen König Artus. Naja, vielleicht auch nicht, weil es gibt noch einiges an neuen Missionen hier, wie man feststellen darf. Mit dem werden wir dann im nächsten Part mal garantiert weitermachen. Und wie immer gilt es, wenn es gefallen hat, dies zu bestätigen, mindestens eines Klicks auf den Like-Button unter dem Video. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, seid gespannt und klickt wieder rein.
euer Crush for the Fiki T-Line. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic und der Schwarze Ritter. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!